tam 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 tam. Hallo und herzlich willkommen zum Literarischen Adventskalender 2019 hier in der Jugendkoordination Kronberg. Aus aktuellem Anlass, weil es ja Jugendkoordination Kronberg heißt, habe ich mir heute auch extra eine Beanie auf den Kopf gesetzt, ja, und fand das lustig. Wahrscheinlich ist es den meisten Jugendlichen peinlich, aber das zeigt natürlich auch meinen Zwischenstatus an, zwischen Jugend und Komposti, irgendwo dazwischen angesiedelt. Und das ist ja auch ein Teil dieser neuen innovativen Jugendarbeit in Kronberg, der Jugendkoordinationsstelle Kronberg, dass wir Räume der Begegnung schaffen wollen zwischen Jugend und älteren Mitbürgern, so dass man miteinander in Kontakt kommt, miteinander ins Gespräch kommt, sich kennenlernen kann. Und wenn man sich erstmal kennt, dann braucht man auch keine Ressentiments mehr gegeneinander zu hegen, sondern kann miteinander sprechen. Ja, beim Literarischen Adventskalender 2019 lese ich aus diesen beiden Büchern vorzugsweise tolle Geschichten vor. Neue Blicke auf ein altes Fest. Hier, es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht und hier Weihnachtswunderzeit, das neue Buch von Frank Pokowski, Thomas Klappstein und Micky Wiese, Weihnachtswunderzeit. Und wie immer möchte ich den Hinweis nicht vergessen, dass ihr eins dieser Bücher oder sogar beide bei eurem Local Bookstore kaufen könnt. Und wenn ihr es gekauft habt, macht doch einfach ein Foto, wie ihr dieses Buch gerade in der Hand haltet, wie ihr euch über dieses Buch freut und postet das einfach hier unten in den Kommentaren. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr nicht zu eurem Local Bookstore gehen könnt, weil ihr irgendwie verhindert seid, und es online kauft, dann hinterlasst doch bitte in den einschlägigen Online-Portalen eine Rezension. Das würde uns erstens sehr freuen, zweitens würde es uns helfen, sodass noch mehr Menschen auf diese wunderbaren Bücher aufmerksam werden. Ja, und heute lese ich die erste Geschichte aus diesem Buch Weihnachtswunderzeit vor. Und wir haben ja gestern aufgehört mit einem ganz tollen alten Kirchenlied. Es ist ein Ros entsprungen, das der Sänger da im Gefängniskonzert gesungen hat. Und heute beginnen wir mit einem weiteren fantastischen alten Kirchenlied. Also ihr müsst einfach mal in irgendeine Kirche gehen, ja, schlagt mal das Gesangbuch auf, blättert mal so durch. Da gibt es so krasse Songs, ich kann es euch sagen, mit tollen Texten, die ganz viel über Weihnachten und über Gott sagen und so weiter. Und ja, alles Weitere in der Geschichte heute. Es kommt ein Schiff geladen in die erfüllte Zeit. Eine Geschichte von, oh mein Gott, von Micky Wiese. Wahnsinn. Das ist eine tolle Geschichte. Es kommt ein Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord, gehört zu den ältesten deutschsprachigen geistlichen Gesängen. Aber womit sollte es bloß beladen sein? Das fragten sich die Menschen in der wunderschönen Stadt jedes Jahr aufs Neue. Das Schiff trägt eine teure Last, hieß es. Aber es ging ihnen doch allen schon gut. Sie lebten im Überfluss, im Ofen brutzelte die Gans, aus dem Radio dudelten Weihnachtslieder, der Duft von Lebkuchen hing in der Luft. Ein stattlich großer Weihnachtsbaum war wunderschön geschmückt, er stand in der Mitte eines Bergs von erlesensten Geschenken, mehr als jeder Einzelne gebrauchen konnte. Hinter dem Baum stand seit einigen Jahren auch noch der alte Figurenkasten von Oma und Opa, von dem man aber nicht mehr so genau wusste, wen diese Figuren eigentlich alles darstellen sollten. Auf jeden Fall war eine Familie der Kern der Szenerie, naja, wie sich das eben für das Fest der Familie gehörte. Es kommt ein Schiff geladen, das Segel ist die Liebe und ein besonderer Geist, der Mast. Mit diesem besonderen Geist war wohl eben der Familiensinn gemeint, dass man sich über die Feiertage nicht streitet und so.
Dafür war bei den meisten aber auch gar keine Zeit. Die Schwiegermutter half der Hausfrau beim Kochen und die beiden verstanden sich so blendend, sie hätten auch beste Freundinnen sein können. Die Kinder spielten einträchtig im Kinderzimmer und der Vater wollte mit der sündhaft teuren Außenbeleuchtung das letzte Jahr an Strahlkraft noch überbieten. Andere Väter winkten freundlich von den Dächern ihrer ebenfalls erleuchteten Häuser herüber. Die ganze Stadt sollte in dieser besonderen Nacht wie ein Juwel in der Finsternis leuchten. Es war alles in Ordnung. Niemand fühlte in irgendeiner Weise Not. Es war alles, wie es sein sollte, am Fest der Familie. Da wurde es auf einmal dunkel und alle Lichter fielen aus. Vielleicht hatten sie es dieses Jahr doch ein wenig übertrieben mit den ganzen Außenbeleuchtungen und dem Betrieb aller Haushaltsgeräte auf einmal. Das hatte das Kraftwerk wahrscheinlich kollabieren lassen. Aber es gab ja zum Glück noch ein Ersatzkraftwerk am anderen Ende der Stadt. Man hatte schließlich für alle Eventualitäten vorgesorgt. Da hörten sie in der Luft ein Rauschen, das über sie hinwegzog. Das war doch wohl nicht Santa Claus, der am Nordpol wohnte und mit den Elfen die Spielzeuge für die Kinder zu Weihnachten herstellte, die dann für gutes Geld in den Läden verkauft wurden, schmunzelten sie einander zu. Als sie aber den Feuerschein durch die Dunkelheit sahen, begriffen sie, dass es natürlich nicht Santa Claus gewesen war, sondern ein Flugzeug, das in das Ersatzkraftwerk gestürzt war und es zerstört hatte. So lag nun die ganze Stadt in undurchdringlicher Finsternis und das Fest war gefährdet. Ohne zu zögern gingen sofort alle ans Werk, reparierten die Kraftwerke und bauten schnell noch ein drittes zur Sicherheit. Nachdem das Licht wieder wie ein riesiger Kristallschirm über der ganzen Stadt angegangen war, prosteten die Männer einander zu und freuten sich auf das Festessen zu Hause. Sie merkten gar nicht, dass die Lichterketten auf ihren Häusern verschwunden waren. Genauso wie die Tannenbäume in den Wohnzimmern und die Figurenkästen dahinter. Es kommt ein Schiff, geladen in die erfüllte Zeit. Szenenwechsel. Ruhig zog das Raumschiff, eine Engelsbarke, seine Bahn zwischen Jupiter und Saturn. Es hatte einen Transporttunnel aus Formenergie mit Traktorstrahlen auf der Erde verankert. Himmlische Heerscharen verharrten im Luftraum über der Stadt und überwachten den Abtransport der Lichterketten, Tannenbäume, Weihnachtskrippen und anderer weihnachtlicher Insignien. Von außen sah die Engelsbarke wie ein normaler Komet aus, ein 100 Kilometer großer, unförmiger, vereister Gesteinsbrocken. Der Komet zog einen Plasmaschweif aus Molekülionen hinter sich her, die durch das solare Magnetfeld wie ein sechsdimensional strahlendes Juwel aufgeladen worden waren. Der Mathematiker und Astronom Edmund Halley hatte seinerzeit entdeckt, dass das Schiff, geladen bis an seinen höchsten Bord, im Schnitt alle 77 Jahre wieder an der Erde vorbeikam, weswegen die Menschen die Engelsbarke auch den Halleyschen Kometen nannten. Was sie nicht wussten, der Komet war innen ausgehöhlt und barg in sich die 77 Kilometer durchmessende Engelsbarke, einen uralten Kugelraumer noch aus der Zeit vor der großen Revolution, der nun kosmische Patrouille durch die Schöpfung des Allmächtigen flog. In der Zentrale des Raumschiffs saßen 8 mächtige geflügelte Wesen um ein goldenes Kommandopult herum, das aussah wie ein Tisch einer ritterlichen Tafelrunde. Der Eindruck entstand nicht zuletzt dadurch, dass zwischen all den bunt blinkenden technischen Geräten und der sinnverwirrenden Vielfalt an Holomonitoren, die über der Tafel schwebten, kostbare Trinkpokale und erlesene Speisen verteilt waren. Gabriel, Michael, Israfil, Azrael, Raphael, Uriel, Zadkiel und Jeremiel brachten gerade, wie immer, wenn ihnen ein Auftrag nicht gelungen war, einen Trinkspruch auf ihren alten Bruder Luzifer aus.
der sich vor Urzeiten auch von einer Fülle so hatte blenden lassen, dass er die falsche Entscheidung getroffen hatte. Es war die Aufgabe der 8 Erzengel gewesen, sich einen Zeitpunkt für die Inkarnation Gottes auszusuchen, weil der Allmächtige selbst zu sehr mit den komplexen Vorbereitungen eben dieser Menschwerdung beschäftigt war. Das Kriterium für den Ereigniszeitpunkt auf der begrenzten Zeitschiene war nur, die Zeit sollte erfüllt sein. Für Wesen, die nichts anderes gewohnt waren als die Fülle der Herrlichkeit, hätte das eigentlich kein Problem darstellen sollen. Aber dann hatten sie sich doch blenden lassen von dem Lichterglanz dieses Bethlehems auf dem linearen Zeitstrahl, der von Genesis bis Offenbarung ging. Zunächst hat es so ausgesehen, als wäre diese Zeit des Friedens und der Harmonie und des Wohlstands perfekt gewesen. Aber dann hatte sich herausgestellt, dass die Erfüllung dieser Zeit die Menschen so satt gemacht hatte, dass sie einfach nicht mehr offen für etwas Neues waren. Sie hatten es versucht, sie hatten immer wieder Hinweise auf den wahren Grund von Weihnachten aufleuchten lassen. Die Lichterketten als Hinweis auf Jesaja 9, Vers 1, dass das Volk, das im Finstern lebt, ein großes Licht sieht und es hell über ihnen aufstrahlt. Der Tannenbaum als immergrüne, tiefwurzelnde und extrem resistente Pflanze sollte auf Gottes ewige Treue auch in widrigen Umständen hinweisen, wie zum Beispiel in Klagelieder 3, Vers 22 oder Römer 3, Vers 3. Und die Figurenkästen, die Weihnachtskrippe, sollte darauf hindeuten, dass Gott tatsächlich ein Mensch werden wollte, wie in Hebräer 4, Vers 15 beschrieben. Aber niemand hatte die Engelszeichen bemerkt. Und so wäre der menschgewordene Gott in das Seine gekommen und die Seinen hätten ihn nicht aufgenommen, weil sie ihn schlichtweg nicht bemerkt hätten. Also nahmen sie die Hoffnung, die Ankündigung, das Inkarnationsgeschehen wieder aus der Welt heraus. Etwas ratlos blickten die Erzengel nun in der Zentrale ihrer Engelsbarke auf die im majestätischen Blau leuchtende Lieblingskugel des Allmächtigen. Obwohl sie so viele fantastische Wunder des Universums gesehen hatten, wurden auch sie immer wieder von einem besonderen Schauer ergriffen, wenn sie alle 77 Jahre zur Erde zurückkehrten. Aber zu welcher anderen Zeit sollte die Inkarnation denn nun stattfinden? Sie fächerten die Holomonitore erneut wie ein Kartenspiel über dem Kommandopult aus. Da räusperte sich Jeremiel, der Jüngste unter ihnen. Er habe eine Klarvision gehabt. Aber als er dann einen bestimmten Zeitpunkt aus dem multikronalen Anzeigefeld herausgriff, konnten die anderen es kaum glauben, was ihnen da angeboten wurde. Aber da Jeremiel schon öfters Schwierigkeiten überwunden hatte, gaben sie dem gar nicht so hellstrahlenden Punkt auf der linearen Zeitausbreitung eine Chance. Erneuter Szenenwechsel. Abednego sah dem hellen Stern am Himmel mit dem leuchtenden Schweif verträumt nach und erinnerte sich, wie er in Aschkelon von der leuchtenden Galeere hatte fliehen können, die vollgefüllt war mit Luxusgütern. Aber außer seinem nackten Leben hatte er nichts mitnehmen können. Er war nach langen Entbehrungen auf Sabdi, Ibschek und Fortunatus gestoßen, deren Eltern sie verstoßen hatten, als sie unbedingt Hirten hatten werden wollen. Man lasse seinen Sohn nicht zum Hirten ausbilden, denn es ist ein Handwerk der Räuber und Betrüger. Es gibt keine verächtlichere Arbeit in der Welt als die des Hirten. So sagte man in diesen Tagen, in der die Welt von Rom gefangen gehalten wurde und Armut und Krankheiten den meisten Menschen das Leben schwer machten. Hirten mussten am Sabbat ihrer Arbeit nachgehen und brachen somit zwangsläufig das jüdische Ruhegebot. Zum Gebet im Tempel waren sie nicht zugelassen, weil sie die strengen Reinigungsvorschriften nicht befolgen konnten. So waren sie eben schon von vornherein überall als stinkende Sünder, ruch- bzw. riechbar geworden. Sabdi, Ibschek und Fortunatus hatten Abednego jedenfalls etwas von ihrem kärglichen Besitz abgegeben und ihn eingeladen, mit in die Gegend von Bethlehem zu kommen.
Sie hatten gehört, dass man dort noch Arbeit bekommen konnte. Und sie hatten tatsächlich Glück gehabt und durften die Herde eines reichen Bauern aus Jerusalem weiden. Es war eine kalte Nacht und Abednego zog seinen stinkenden Mantel etwas enger um seine Schultern. Der Himmel war klar und sternenübersät. Zusammen mit ihren Gefährten Shamgar, Alpheus, Philippus und Thomas hatten sie auf einem Feld nahe Bethlehem mit ihren Schafen und Ziegen das Lager aufgeschlagen. Ein Feuer brannte alsbald und die Männer wärmten sich daran und erzählten einander, was sie am Tag so alles erlebt hatten. Wieder einmal waren einige von ihnen als Nicht-Sesshafte von den sesshaften Dorfbewohnern beschimpft und verjagt worden, als sie es gewagt hatten, an einem Brunnen den Blick etwas länger auf einem jungen Mädchen ruhen zu lassen. Dabei hatte sie den alten Shamgar nur an seine eigene Tochter erinnert, die er, wie auch den Rest seiner Familie, schon mindestens 6 Jahre lang nicht mehr gesehen hatte. Die Hirten waren in dieser Nacht erschöpft vom langen Umherziehen auf der Suche nach Futter und Wasser für ihre Tiere in einer Gegend, in der es nicht viel Wasser gab. Sie teilten sich untereinander Feigen, ein paar Oliven und ein wenig Gerstenbrot, das Brot für Arme. Mehr gab es an diesem Abend nicht. Dadurch zuckte plötzlich ein grelles Licht die Nacht, riss die Hirten aus ihren Gesprächen und ließ sie vor Angst noch mehr zittern als vor Kälte. Doch dann spürten sie, dass von diesen martialisch aussehenden fliegenden Wesen eine durchaus wärmende und irgendwie sättigende Ausstrahlung ausging. Die Hirten hatten zwar keine Bildung und kannten sich in den Heiligen Schriften nicht aus, aber dass sie es hier mit besonderen Wesen aus den himmlischen Gefilden zu tun hatten, das war ihnen wohl klar. Warum ihnen die Engel allerdings eine so wunderbare Botschaft anvertrauten von der Menschwerdung Gottes und der Erlösung aller Menschen, war ihnen hingegen überhaupt nicht klar. Wie um alles in der Welt sollten sie das denn irgendjemandem weitererzählen? Ihnen glaubte doch sowieso niemand, sie durften ja noch nicht mal vor Gericht als Zeugen aussagen. Aber in der Gesellschaft dieser majestätischen Wesen, die noch nicht einmal die Nase rümpften über den Gestank, der den Hirten anhaftete, die sich zu ihnen ans Lagerfeuer gesellten und sie, trotz ihrer krächzenden Stimmen, in ihren Engelschor mit hineinnahmen, das entzündete die Herzen so sehr, dass ihnen alles andere egal war und sie sich nur wünschten, dieser Zeitpunkt würde niemals vorübergehen. Die Botschaft vom Erlöser der Welt hatte sich in ihren Herzen eingebrannt. Und natürlich machten sie sich zusammen mit den Engeln auf den Weg in die Stadt, um den neugeborenen König zu sehen. Und als sie dem Baby in der Krippe in die Augen schauten und vor ihm niederfielen und es anbeteten, da wussten sie, dass sie von nun an niemals mehr ausgestoßen werden konnten, weil sie jetzt dazugehörten, zu dem Reich des menschgewordenen Gottes. Das Schiff, geladen bis an seinen höchsten Bord, war angekommen. Es trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort, das Fleisch uns werden will und worden ist. Erneuter Szenenwechsel und Epilog. Und die Engel verstanden. Die erfüllte Zeit war eine Zeit, die bereit war, sich vom Allmächtigen erfüllen zu lassen. Zufrieden zogen sie sich in ihre Engelsbarke zurück und flogen los, weiteren Aufgaben entgegen. Und sie waren gespannt darauf, was sie bei ihrem nächsten Besuch, so um das Jahr 70 nach Christus herum, an Fülle der Herrlichkeit vorfinden würden, als Auswirkung dieses unvorstellbaren Gnadengeschenkes Gottes an seine Menschen. Was für eine wunderbare Geschichte von Micky Wiese. Ich glaube, man merkt dieser Geschichte auch an, dass Micky Wiese durchaus ein Perry Rhodan-Fan ist und Science-Fiction-Geschichten gerne liest.
Wenn ihr wissen wollt, was in circa 70 Jahren, als die Engelsbarke erneut die Erde besucht hat, an Herrlichkeit zu sehen war, googelt das einfach mal. Schaut mal nach, was 70 nach Christus in dieser Welt passiert ist, was mit den Christen passiert ist, was im Römischen Reich passiert ist, was in Jerusalem passiert ist. Googelt es mal, macht euch schlau. Und dann postet das unten in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei, einen tollen Nachmittag noch. Ich werde jetzt zusammen mit meinem Sohn Connor Sport machen gehen und freue mich drauf, euch morgen wiederzusehen zu einer neuen Geschichte aus dem literarischen Adventskalender 2019. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao.